So, gut. Dann seid ihr bereit, alle zusammen? Ja, ja. Okay, gut. Dann lass uns niederknien zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass wir jetzt diese Kinderstunde haben dürfen und wir möchten dich bitten, dass du uns segnest, dass du uns dein Wort auftust, dass du uns in alle Wahrheit führst, dass du uns Verständnis schenkst, dass du uns bitte auch unsere Sünden verzeihst und dass du auch mir hilfst, dass ich das so klar wie möglich darlegen kann. Und wir bitten und danken dafür in Jesu Christi Namen. Amen. Okay, gut. So, dann... Ja, wir hören euch. Okay, gut. Dann habt ihr eure Bibeln zur Hand? Ja. Ja, zeig mal. Wo ist deine Bibel, Emily? Hast du sie zur Hand? Ich kann gar nicht lesen. Keine Bibel zur Hand heute? Was mit dir, Fiona? Hast du deine Bibel zur Hand? Auch nicht. Auch nicht. Ja, das ist gut, dass Lucia heute dabei ist, richtig? Die hat nämlich eine Bibel dabei. Okay, dann Fiona? Okay. So, okay. Heute wollen wir uns anschauen, was das hier bedeutet. Okay? Kennt ihr schon mal diesen Buchstaben? Ja, ein A. Ein A, genau. Aber dieser Buchstabe, der sieht ein bisschen komisch aus, oder? Ja. Ja. Das ist nämlich ein griechischer Buchstabe. Okay? Und das sieht hier aus so wie ein normales A, okay? Aber das hier sieht dann aus so ähnlich wie ein O. Stimmt's? Nur dann das hier ist nochmal zusätzlich, das ist noch ein bisschen anders. Das ist offen. Ja, das ist offen. Das ist ein griechischer Buchstabe. Ich bin gespannt, was das für ein Buchstabe ist. Okay. Weiß das jemand? Weiß jemand, was dieser Buchstabe im Griechischen ist und was dieser Buchstabe im griechischen Alphabet ist? Kennt jemand das? Okay, das hier ist das Alpha. Genau, das ist das Alpha, heißt das, okay? A im Griechischen heißt Alpha. Okay? Und das hier ist das Omega. Omega. Habt ihr schon mal gehört? Ja. Alpha und Omega. Okay? Und warum ist das jetzt, warum müssen wir sowas kennen? Okay? Da kann man sich jetzt die Frage stellen. Aber die Bibel gibt uns die Antwort darauf. Gehen wir zum Buch Offenbarung. Wo finden wir das Buch Offenbarung in der Bibel? Genau, es ist das allerletzte Buch der Bibel, richtig? Ja. Okay, so, dann gehen wir zum Buch Offenbarung. Genau, schlag mal auf, dass ihr da euch zurechtfindet. Buch Offenbarung. Kapitel? Kapitel 1. Was sind hier Erklärungen? Das sind vor, noch mehr. Aha. Genau, was steht da oben? Offenbarung, ne? Ist also richtig. Ne? Jetzt musst du zu Kapitel 1 gehen. Und wie finden wir nochmal die Kapitel? Wo müssen wir nach Ausschau halten? Genau, nach den großen Zahlen. Stimmt? Erinnert ihr euch? Also die große 1. Stimmt? Wo ist die große 1 dort? Schau mal. Schau mal, okay. Große 1. Müsst ihr suchen. Können wir die schauen? Hm. Ich muss die 1. Welche Zahl ist das? Nein, die 1. Die 1. Ja, passt da. Da ist die große 4. Genau, da ist die große 1. Sehr gut. So. So. Und jetzt lesen wir unter der großen 1 den Vers 1. Und wie können wir nochmal Verse finden? Aber wie kann das eigentlich so bei der Tafel machen? Ja, das ist durch diesen Beamer. Ja, das ist dran geleuchtet. Okay. Kapitel 1 ist die große 1 und Vers 1, wonach muss man dann Ausschau halten? Verse sind welche Zahlen nochmal? Die kleinen Zahlen. Genau. Okay. Also 1, Vers 1 wäre dann das erste hier. Siehst du das? Mhm. Da ist eine kleine 2, das wäre Vers 2, das ist eine kleine 3, das wäre dann Vers 3 und so weiter. Also diesen Vers wollen wir jetzt mal lesen hier.
Okay? Gut. Offenbarung 1, Vers 1. Mag jemand von euch lesen, Jungs? Ja, du kannst bald auch schon lesen. Nein. Okay. Offenbarung Jesu Christi, den Gott gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen wird. Und er hat es mitgeteilt, indem er durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes sagte. Okay, sehr gut. Also was steht hier ganz am Anfang? Offenbarung von wem? Jesus. Genau, also wer wird hier offenbart in der Offenbarung? Jesus. Genau, Jesus wird offenbart. Okay? So. Und jetzt schauen wir uns mal an, was Jesus über sich selbst sagt. Wer er ist? Wisst ihr, wer Jesus ist? Ja, ich bin Ja, was sagst du, Emily? Im Himmel. Genau, das ist, wo er ist. Aber wer er ist? Wer ist Jesus Christus? Gott. Ja, ich bin das Alpha. Ja, Gott, richtig. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ganz genau, das ist die Antwort drauf. Ja? Der Herr. Richtig. Und wo liest du denn, Maxim? Vers 8. Genau, okay, gehen wir zu Vers 8. Also Vers 8, Mädels, wo finden wir Vers 8? Wo müssen wir nach Ausschau halten? Vers ist immer welche Zahlen? Die großen oder die kleinen? Die kleinen. Genau, die kleinen. Deswegen musst du in Kapitel 1 bleiben, unter der großen 1 und dann die kleine 8 suchen. Findest du die? Ja. Jonah, findest du die vielleicht auch? Kleine 8. Komm, hilf deiner Schwester. Du kannst das doch. Was, die was? Die kleine 8. Okay, komm mal. Genau, die unter der großen 1 musst du jetzt die kleine 8 suchen. Wo findest du die kleine 8? Da. Genau, sehr gut. Ja. So. Da. Das lesen wir jetzt. 1 Vers 8. Okay. Ja, meinst du, kannst du schon lesen? Okay. Probier mal. Okay, Emily möchte jetzt mal lesen. Ja. Mhm. I. Genau, ich, ja. Ja, ich bin, sehr gut, ja. Das. Ja. Ja, ich bin das A und? Welche Buchstabe? Ein O, ne? Ich bin das A und O. Der Anfang und das. Sehr gut. Ja. Also er sagt, Jesus sagt, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Und in der Bibel steht wortwörtlich an sich, ich bin das Alpha und das Omega. Okay, die haben das einfach nur jetzt im Deutschen dann als das A und das O beschrieben. Und wisst ihr auch, welcher Buchstabe im griechischen Alphabet das Alpha ist? Der wievielte Buchstabe? Ich meine O. Nee, das Alpha, der wievielte Buchstabe ist das? Genau, der erste, sehr gut. Ja, damit beginnt das. So wie im deutschen Alphabet, das A ist der erste Buchstabe. Okay? Aber was ist denn bei uns im deutschen Alphabet der letzte Buchstabe? Z. Genau, Z, richtig? Aber im griechischen Alphabet ist das Omega, das O, der letzte Buchstabe. Okay? Ja? So. Und deswegen sagt Jesus, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Okay? Geht jetzt mal in eure Bibeln zum letzten Buch oder zum letzten Kapitel von Offenbarung. Wisst ihr, wie viele Kapitel das Buch Offenbarung hat? Das letzte Kapitel. Geht mal ganz hinten. Was? 22, genau. 22. Geht ihr zu. Großen 22 müsst ihr jetzt, ne?
Die große 22. Die große 22. Da hast du die große 8, siehst du, da muss noch weiter nach hinten. 22. Ja? Die große 22. Hm, Firman, gehst du da deiner Schwester mit? Die große 22, siehst du. Das ist die 20. Da, die große 22, sehr gut. Und jetzt müsst ihr Vers 13 finden. Also die kleine 13 unter der großen 22. Okay. Was ist da der letzte Vers? Ist das eine kleine? Genau, also müssen wir weitergehen, ne? Dann schlagen wir eine Seite nach oben. Und die kleine 13. Ja, Fiona, magst du deiner Schwester nochmal helfen? Die kleine 13 musst du jetzt hier suchen. Kleine 13. Wo ist die? Ja, was ist das hier zum Beispiel? Ist, ne? 1, 0 ist die. Genau, da ist die 13. Da steht auch ich. Genau. So. Jetzt mag jemand Vers 13 mal vorlesen. Das ist wieder Jesus, der hier spricht. Ja. Okay, dann. Lies mal. Aha, okay. Also Alpha und Omega ist nicht nur Anfang und Ende, sondern auch was? Hm? Fiona? Fiona? Was haben wir gerade gelesen? Er sagt, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Okay, deswegen Alpha und Omega ist nicht nur Anfang und Ende, sondern auch? Das Anfang und das Ende. Ja, genau, und was sonst noch? Der Erste und der Letzte. Okay. Weil er das ja auch vergleicht mit dem ersten Buchstaben und dem letzten Buchstaben, richtig? Okay. Und warum ist das so wichtig? Warum müssen wir das über Jesus wissen? Weiß ich nicht. Okay. Das ist nämlich eine gerade entscheidende Frage. Ne? Warum sagt Jesus das? Warum? Es ist die Offenbarung von Jesus Christus und er sagt, ich bin der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, ich bin das Alpha und das Omega. Das ist jetzt die entscheidende Frage, richtig? Okay, gut. Wieso bleibt immer nur dieses A belegt? Ja. Okay, ja. Schauen wir mal. Aha, okay. Wo finden wir denn die Antwort auf diese Frage? Wo müssen wir suchen? In der Bibel. Genau, in der Bibel, richtig? In der Bibel ist die Antwort auch auf diese Frage. So, jetzt gehen wir mal, um diese Frage zu beantworten, gehen wir mal zu Jesaja. Wisst ihr, wo Jesaja ist? Das, ja, das Alte oder Neue Testament? Alten. Alten, sehr gut, ja, genau, Alten Testament. Okay, gehen wir zum Alten Testament. Gehen wir zu Jesaja. Jesaja 46. Also müsst ihr erstmal Jesaja finden, im Alten Testament. Mhm. So. Ja, in die Richtung. Okay, jetzt seid ihr schon Jesaja und jetzt große 32, richtig? Jetzt müsst ihr die große 46 finden. Die große 4 und die große 6. Wo ist die große 4 und die große 6? Ich habe das mal bei meiner Bibel nicht gefunden. Mhm. Aha, guck mal, hier ist schon die große 4 und die große 4 und jetzt muss eine große 4 und eine große 6 da sein. Also, schon nicht mehr so ganz so weit. Ne, Fiona? Ich kann schon. Gut. Kannst du das auch nicht? Guck mal, da. Hilf deine Schwester. Was ist das hier? Große 4 und die große? Ja, die 6. Kapitel 46, ne? Okay. 40 heißt das und nicht 40. Okay, jetzt schauen wir mal. Lesen wir die Verse 9 bis 10. Also müssen wir dir die kleinen Zahlen suchen, richtig? Die kleine 9. Wo ist die kleine 9? Findet ihr die auch? Unter der großen 46 die kleine 9 hinzufügen. Deine Schwester braucht keine Hilfe. Schatten. Nein, Fiona, die hilft dir. Die 9. Genau, sehr gut. Da. Da ist die 9. Sehr gut. Okay, die 9 und die 10 müssen wir lesen. Okay? Alles klar.
Du möchtest die 9 lesen? Okay. Also Emily wird die 9 lesen. Okay. Und du kannst die 10 lesen. Oder Tim, kannst du auch schon lesen? Okay, gut. Dann Emily fängt die 9 an zu lesen und Maxi macht dann die 10. Okay. Gedenkt, richtig, ja. Ja, gedenkt an das. Frühere. Was? Frühere. Mhm. Immer nicht nur frühere. Okay, gedenkt an das Frühere. Sehr gut. Okay, und Fiona, hörst du gut zu? Ja. Okay. Gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Also kann man Gott vergleichen mit jemandem? Was sagt er hier? Nein, richtig? Okay. So. Alles klar. Jetzt können wir. Was muss man? Nein, ist das. Machen wir das. Okay. So. Und jetzt Vers 10. Okay, gut. Darf ich fragen, welche Übersetzung du da hast, Maxim? Luther. Luther, okay. Ich lese noch aus der, Schlachterbibel vor, okay? Nee. Habt ihr auch die Schlachter? Was ist eine okay. Schlachter? Dann liest mal mit in der Schlachterbibel, das ist die Schlachterübersetzung, heißt das. Nee. Das ist der Name von dem, der das übersetzt hat. Okay, nee. Vers 10. Vers 10. Okay, jetzt gut zuhören, Kinder. Gut zu hören. Okay. Was jetzt hier sagt. Ich verkündige von Anfang an das Ende. Was tut Gott? Er verkündigt von Anfang an das Ende. Okay. Was haben wir eben gerade im Buch Offenbarung gelesen? Was ist ein anderes Symbol für Anfang und Ende? Ich bin das Anfang und Ende. Genau. Jesus hat gesagt, ich bin der Anfang und das Ende. Richtig? Und er hat auch gesagt, ich bin das Alpha und das Omega. Sehr gut, genau. Okay. Deswegen, Jesus sagt, ich verkündige von Anfang an das Ende, richtig? Okay. Also, worauf möchte also Jesus immer hindeuten? Er benutzt den Anfang, um worauf hinzudeuten? Auf das Ende. Genau, sehr gut. Ja, auf das Ende. So. Ja, kann das jeder verstehen? Ja, naja. Er sagt, ich verkündige von Anfang an das Ende, sagt er. Okay? Also was möchte er verkündigen dann? Weiß ich nicht. Ich verkündige von Anfang an das Ende. Also er verkündigt das Ende, aber er benutzt dafür den Anfang. Okay? Okay. Jetzt wollen wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen, was das bedeutet. Was ist das hier, was ihr sehen könnt auf dem Bild? Ein Lamm. Ein Lamm, richtig? Ein Lamm. Ist das ein wirkliches Lamm, ein buchstäbliches Lamm? Ja. Ja. Habt ihr das schon mal gesehen auf einer Weide? Nein. Noch nicht? Oh, schade. Aber es gibt bestimmt... Wir haben sonst nur Schafe gesehen. Na, Schaf, okay. Nicht. Aber vielleicht im Frühling kriegen die vielleicht ein paar Babys und dann seht ihr auch Lämmer. Okay? So. Aha. Genau. Aha. Genau. Und dann werdet ihr vielleicht auch solche Schafslämmer sehen dann, ne? Okay. Wir haben keine Schafe. Na gut, dann müsst ihr woanders hingehen. Okay. Ziegen. Okay, gut. Jetzt gehen wir mal zu Johannes Kapitel 1. Okay? Also ihr müsst erstmal Johannes suchen und dann die große 1 unter Johannes. Ist das Neues oder Altes Testament? Johannes. Neues Testament, ganz genau. Ich wollte deswegen musst du in die andere Richtung gehen. Neues Testament ist hier.
Richtung. Ja, weiter, weiter. Da bist du immer Jesaja, musst du Johannes gehen. Noch ein bisschen. Ja, das ist schon Matthäus, das ist jetzt bis im Neuen Testament. Und jetzt bist du zu Johannes. Okay, stopp. Und jetzt die große 1 musst du suchen. Ja, das ist schon große 1, 5. Die große 15 ist hier. Deswegen in die Richtung. Große 1. Okay, hier, die große 1. Und jetzt müsst ihr die kleine 29 suchen. Johannes 1. Vers 29. Kleine 29. 2,9. Am nächsten Tag sei heiß. Jesus auf sie zukommt und sagte: Seht, das ist Gottes Lamm, das die Sünden der Welt wegnimmt. Genau. Okay. Also was hat Johannes über Jesus gesagt? Ich lese es auch nochmal vor, ja? Damit die Mädels das hier gut verstehen. Da steht, am folgenden Tag sieht Johannes, welcher Johannes ist das? Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, genau. Okay. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Also, Fiona, Jesus war was? Was sagt er? Genau, sehr gut. Ja. Er hat gesagt, das Lamm Gottes, richtig? Aber war Jesus ein buchstäbliches Lamm? Nein. Nein. Guck mal hier, einfach mal ein Foto oder so ein Bild. Ja, so, man weiß nicht genau, wie Jesus jetzt genau aussah, aber einfach, ja, so wird er auch dargestellt auf Fotos oder Bildern. Ne? Ja, sieht er aus wie ein wirkliches Lamm? Ja. Nein. 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 Okay. Ja, warum sagt denn Johannes, dass er das Lamm Gottes sei? Sieht doch überhaupt gar nicht aus wie ein Lamm. Warum meint ihr? Warum meint ihr, dass er zu Jesus gesagt hat, dass es ein Lamm Gottes? Mhm. Das ist eine gute Frage, richtig? Okay, ja. Aber was hat das mit einem Lamm zu tun? Okay. Diese Frage, die könnt ihr euch mal gut durch den Kopf gehen lassen. Ja? Ihr könnt mal zu Gott beten und sagen, bitte lieber Gott, erklär mir das. Nächstes Mal, nächste Stunde, werden wir diese Frage nämlich beantworten mit der Bibel. Okay? Du weißt es schon? Weil er lieb und ruhig war wie ein Lamm. Okay, da gehst du schon in die richtige Richtung. Also, ja, Fiona hat geantwortet, weil er so lieb und ruhig war wie ein Lamm. Also da gehst du schon in eine gute Richtung. Okay. Ich möchte noch eine zweite Frage euch stellen. Was ist das hier? Eierhaken mit einem Kopf. Könnt ihr das sehen? Das ist vielleicht ein bisschen schwierig zu sehen. Ja, mit Pfeffer, glaube ich. Ja, das ist so ein Blumentopf. Okay, da ist Erde drin. Und da hat jemand da in der Hand? Samen. Samenkörner, genau. Ja, das ist ein bisschen schwierig zu erkennen. Ja, und ihr seht hier... ihr seht hier Samen in die Erde. Okay. So, und das ist eine Bibel, okay. Das ist die Samen, die wir brauchen. Aha, okay. Ja, gehen wir mal zu Lukas 8. Ja, gehen wir zu Lukas 8. Und mit dem Gedanken können wir für heute abschließen, aber ja, ich gebe euch dann ein paar Hausaufgaben mit auf, okay? Ein paar Gedanken, über die ihr nachdenken könnt, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Lukas 8. Da hast du Lukas 1, jetzt die große 8. Ja. Das ist schon die große 10, da musst du wieder zurück. Lukas 8 und dann Vers... Genau, sehr gut. Und dann Vers 11. Ey, die kleine 1, 1. Komm hier mal hin. Deine Schwester, wo ist die kleine 11 hier? Nee, dann mein Haar.
ist schon die kleine 10? Wo ist die kleine 11? Wo ist die kleine 10? Da ist die kleine 10 und dann ist hier die kleine. Ja, genau, sehr gut. Okay, den Vers lesen wir jetzt. Okay, kannst du lesen? Da, Lukas 8, Vers 11. Gut zuhören. Ja. Aha. Okay. Also was ist der Same? Das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Wort Gottes. Aber sieht die Bibel irgendwie oder das Wort Gottes irgendwie wie ein Same aus? Nein. Nein. Okay. Doch, die Wörter sind die Samen. Aha, genau. Aber sind das buchstäbliche Samen oder sind das was für Samen? Geistliche. Geistliche Samen, genau. Okay. Ja. Deswegen, warum vergleicht Jesus den buchstäblichen Samen mit dem Wort Gottes? Was macht denn ein buchstäblicher Samen? Der macht aus sich eine Pflanze. Ja, da wächst eine Pflanze raus, richtig? Und die Pflanze, wenn die groß wächst, was produziert die dann? Eine Blume. Ja, eine Blume oder Früchte letztendlich auch, richtig? Oder ja, genau. Richtig? Ja, okay. Und das Wort Gottes, ja, wenn das wie ein Same ist, wie ein geistlicher Same, wo soll das Wort Gottes denn reingepflanzt werden? In den buchstäblichen Boden? Nein. Nein, wo denn? Genau, in unser Herz. Ja. Und so wie der buchstäbliche Same aufsprießt, so kann auch das Wort Gottes in unserem Herzen aufsprießen und dann Früchte hervorbringen. Ja. Aber kann aufgehen. Genau, kann aufgehen, ne? Und sind Früchte lecker, wenn du so einen Apfel reinbeißt? Ja. Ja, ne? Ja. Okay, deswegen auch die geistlichen Früchte, ja, die das Wort Gottes dann produziert, die sind dann schmecken wem dann gut? Was heißt das? Die geistlichen Früchte. Ja, wem schmecken die gut? Schmecken gut nach was denn? Wem? Ja, die schmecken dem Herrn gut, okay? Ja, und das werden wir uns nächstes Mal genauer anschauen, okay? Nehmt diese Gedanken schon mal mit. Buchstäblich, geistlich. Okay? Und nächstes Mal werden wir uns dann anschauen, wie das Alpha und Omega etwas mit buchstäblich und geistlich zu tun hat. Okay? Wie das alles zusammenhängt. Ja? Das werden wir uns nächstes Mal anschauen. Ja? Ganz genau, richtig. Ja, wir müssen immer in die Bibel schauen. Die Bibel muss das alles immer für uns erklären. Ja? Okay, gut. Ganz genau. Okay, gut. Also, was wir heute mitnehmen können, ist, dass Jesus das Alpha und das Omega ist, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Und dass er ja, diese buchstäblichen Dinge nimmt, um uns damit geistliche Dinge zu erklären. Okay? Und er benutzt den Anfang, um das Ende damit aufzuzeigen. Ja? Diese Dinge, die behaltet schon mal und nächstes Mal werden wir dann noch genauer drauf eingehen und das alles zusammenbringen, wie das alles miteinander zusammenhängt und dann hoffentlich das erkennen. Ja, warum Jesus sagt, ich bin das Alpha und das Omega, was das damit zu tun hat, okay? Und dann werden wir ganz viel über Jesus dadurch verstehen. Amen? Ja. Okay, gut. Okay, dann lass uns mal mit einem Gebet abschließen. Ja, wir beten jetzt noch mit, wir schließen noch mit einem Gebet ab. Dann lass uns das niederknien. Wir beten jetzt. Okay? Denk dran, Augen zu machen, niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass wir dieses kleine Studium haben durften und wir bitten dich, dass du diese Gedanken behältst. Und dass, wenn wir nächstes Mal zurückkommen, dass wir dann weiter auf diesen Gedanken aufbauen können und dass du uns dann erklärst, was es bedeutet, dass Jesus das Alpha und das Omega ist, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Und dass wir lernen, vom Buchstäblichen hin zum Geistlichen zu denken. Und wir bitten und danken für all dies in Jesu Christi Namen. Amen. Okay, alles klar. Dann. Hallo. Ciao. Gottes Segen euch und bis nächsten Sonntag wieder. Ciao. Bis nächsten Sonntag. Habt gut mitgemacht.